Cybers. Einfach nur krass. Also wer für diese Edits keine Daumen nach oben da lässt, da weiß ich auch nicht. Und wer dann nicht abonniert, pff, unverständlich. Viel Spaß mit dem Video. Lasagne. Lasagne ist geil, aber irgendwie habe ich gedacht, dass die echt schwer zu machen ist. Heute werden wir sehen, dass es wirklich nicht schwer ist. Als erstes nehmen wir uns eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch und schälen beides. Und dann schneiden wir die Zwiebel einfach in schöne Würfel und können die schon mal mit ein bisschen Olivenöl anbraten. Okay, so, wir haben hier jetzt gerade unser Öl reingemacht. Und weil das gerade wieder so geil riecht, müssen wir das jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und zwar ist das eigentlich normales Olivenöl, aber wir haben da oben was draufgeschrieben. Und zwar ist das unser Knoblauch-Chili-Kräuteröl. Und da haben wir halt einfach wirklich, wie es natürlich schon sagt, Knoblauch, Chili und Kräuter drin. Wir haben zum Beispiel dann auch so verschiedene Kräuter, das ist so ein eigentlich für Geflügelgerichte. Und das ist getrockneter Thymian, Lorbeerblätter und Oregano. Und Rosmarin. Und Rosmarin. Das dann so zusammengebunden. Das riecht auch wirklich mega geil. Ja, Mann. Gut. Getrocknete Chili und frischen Knoblauch mit rein. Und dann haben wir es einfach für ein bis zwei Tage da drin gelassen und durch ein Sieb geworfen und wieder abgefüllt. Und das ist mega geil. Die Zwiebeln sollen auch wirklich nur ein bisschen glasig werden, also nicht zu heiß machen und auch nicht zu lange. Und nach etwa 2 Minuten können wir dann schon eine Knoblauchzehe mit reinpressen. Und auch hierbei müsst ihr aufpassen, dass es nicht zu heiß ist, weil wenn der Knoblauch verbrennt, dann wird es sehr bitter und das ist nicht so geil. Dann können wir schon unser Rinderhack dazu schmeißen. Wir haben hier natürlich richtig geiles Wagyu-Hack genommen. Wir hatten das noch ein bisschen über von einem anderen Video und deswegen haben wir es benutzt. Aber da es ein bisschen wenig war, haben wir uns noch ein bisschen anderes Bio-Hack mit dazu getan. Und das war sehr, sehr gut. Wir haben uns dann noch dazu entschieden, etwas Wagyu-Fett mit reinzutun, weil wir einfach dachten, dass es notwendig ist. Wie wir festgestellt haben, war das Wagyu-Fett extrem unnötig. Warum? Weil dieses abgepackte Wagyu-Fleisch, eingefrorene Wagyu-Fleisch, was wir auch schon mal zum Burger machen benutzt haben, was dafür nicht gut ist, hat dennoch sehr, sehr, sehr viel Fett schon und es ist halt wirklich, guckt euch das mal an, das glänzt und hier ist der Fettklumpen und das glänzt trotzdem und es riecht phänomenal. Oh. Das Hack müssen wir jetzt einfach so lange anbraten, bis es erstens komplett durch ist und zweitens sehr krümelig ist. Also es soll nicht so riesen Stücke sein. Das war bei uns ein bisschen schwierig mit dem Wagyu-Hack, aber mit ganz normalem Hack sollte das kein Problem sein, weil das nicht so gepresst in einer Tube ist. Sobald das Fleisch dann durchgebraten ist und wir es mit unserem Pfannenwender schön klein und krümelig gemacht haben, können wir die restlichen Zutaten für die Soße dazu tun. Und zwar einmal stückige Tomaten aus der Dose und etwas Gemüsebrühe zum Ablöschen. Das Ganze lassen wir dann etwas köcheln und würzen es natürlich schön mit Salz und Pfeffer. Und richtig geil viel Oregano. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch eine Habanero mit reingeschnitten hätten. Eigentlich haben wir sogar 1,5 Habaneros reingeschnitten. Die haben wir also wirklich einfach in kleine Ringe geschnitten und mit reingeworfen und mit köcheln lassen. Das war auch wirklich nicht so scharf, wie man jetzt vielleicht denkt. Klar, wir haben eine gewisse Toleranz, aber wir wissen wohl, was scharf ist. Und das war auf jeden Fall noch zu verkraften. Wenn ihr es aber nicht mögt, könnt ihr auch einfach die Habanero weglassen oder eine andere Chili nehmen, aber wir finden, die Habanero bringt einfach einen sehr geilen Geschmack mit rein. Während das Ganze dann noch etwas köchelt, können wir schon mal unseren Backofen anmachen und auf 800 Grad vorheizen. Jo, gönn dir mal. Premium-Zeug. Das ist übrigens ein richtig geiler Kaffee-Rum. Wir haben den heute mal on the rocks, ne? Sehr geil. Der schmeckt, als würdest du einen Milchkaffee trinken. Wo kommt der her? Miami, glaube ich. Miami, ja. Habe ich gerade aus Miami geholt, zu Fuß. Über einen halben Ozean geschwommen. Ja, ja. Wir laufen. Natürlich. Also, trink nur gute Sachen.
Natürlich wissen wir alle, dass auf eine Lasagne nicht nur eine Soße, sondern zwei Soßen kommen. Deswegen bereiten wir jetzt unsere Bechamelsoße vor. Auch hier habe ich natürlich wieder gedacht, dass das sehr schwer ist, aber es ist wirklich sehr leicht. Wir nehmen uns einfach etwas Butter, lassen die schön schmelzen bei mittlerer Hitze und packen dann etwas Mehl dazu und rühren alles richtig schön cremig durch. Am besten nehmen wir dafür natürlich einen Schneebesen, aber ihr könnt auch von mir aus nehmen, was auch immer ihr wollt. Wenn ihr eine kratzfeste Pfanne habt, könnt ihr es auch mit einer Gabel machen. Ich würde aber einen Schneebesen nehmen. Danach kippen wir etwas Milch dazu, würzen mit Salz und Pfeffer und mit frisch geriebener Muskatnuss. Und davon könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr nehmen, denn Muskatnuss ist geil. Das Ganze jetzt wieder schön mit dem Schneebesen durchrühren und etwa 3 Minuten köcheln lassen. Dann sollte die Soße auch schon etwas fester werden, aber das seht ihr auch im Video, wie das aussehen muss. Jetzt haben wir im Grunde auch schon fast alles vorbereitet, was wir für die Lasagne brauchen. Aber ich möchte noch einmal kurz was zum Thema Würzen sagen. Und zwar solltet ihr immer euer Essen probieren und nach Geschmack würzen. Klar, es gibt immer Angaben und man kann sich so ein bisschen danach richten, aber man sollte es immer noch mal probieren. Also macht das auf jeden Fall auch. Wenn es gut schmeckt, dann könnt ihr es so lassen. Wenn noch was fehlt, dann könnt ihr noch was reintun. Jetzt müssen wir uns unsere Auflaufform holen und am besten nehmt ihr eine für 6 Portionen, wenn ihr nach genau diesem Rezept kocht. Die genauen Angaben findet ihr übrigens auf unserer Webseite, wie immer. Und wenn ihr auch schon mal dabei seid, könnt ihr auch wieder einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren und einen Kommentar schreiben, was ihr noch so sehen wollt. Wir haben auf jeden Fall keine für 6 Portionen genommen, sondern für 8 Portionen. Deswegen ist unsere Lasagne ein bisschen klein geworden, aber das ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir unsere Lasagne nur noch schichten. Dafür nehmen wir erstmal unsere erste Soße und machen eine Schicht davon in unsere Auflaufform. Darauf tun wir dann diese Lasagneplatten, die man wirklich überall zu kaufen bekommt, und versuchen es möglichst komplett zu bedecken. Bei uns hat es nicht ganz gepasst, deswegen haben wir einfach ein paar von den Platten zerbrochen und die Lücken gefüllt. Das ist auch wirklich kein Problem, das merkt man letzten Endes sowieso nicht. Jetzt kommt noch mehr von der Hackfleischsoße und hier wurde es bei uns schon ein bisschen knapp und wir mussten entscheiden, wie wir weitermachen. Denn wie gesagt, haben wir eine zu große Auflaufform genommen und mussten deswegen ein wenig mit unseren Zutaten sparen. Ihr könnt das aber ruhig ganz normal verteilen. Jetzt müssen wir natürlich noch etwas von der Bechamelsoße mit drauf tun. Das ist nicht so leicht, die zu verteilen, weil die natürlich ein bisschen dickflüssig ist. Aber das kriegt man auch wohl hin und es ist auch wirklich nicht schlimm, wenn sich das Ganze ein bisschen vermischt schon. Darauf kommt dann noch etwas Mozzarella und frisch geriebener Parmesan und dann wieder ein paar von den Lasagneplatten. Wenn ihr jetzt noch genug von den ganzen Zutaten habt, dann könnt ihr noch mehr solche Schichten machen. Also immer etwas von dem Hackfleisch auf die Lasagneplatten und dann etwas von der Bechamelsoße, dann etwas Käse und so weiter. Wir haben insgesamt 3 Schichten gemacht, das heißt, wir haben dann als letztes wieder noch etwas von der Bechamelsoße und wie gesagt dann den Mozzarella und den Parmesan und dann war unsere Lasagne fertig. Man sieht es dann natürlich auch im Video, die oberen Schichten sind wirklich dünn geworden. Bei euch sollte das natürlich nicht der Fall sein, aber ich kann euch schon mal sagen, das wird beim ersten Mal sowieso passieren, weil das einzuschätzen ist das einzig Schwere am Lasagne machen. Aber mit ein bisschen Übung wird man das schon gut verteilen über die Schichten, also probiert es auf jeden Fall aus. Jetzt muss die Lasagne nur noch in den Backofen. Während die Lasagne jetzt 30 Minuten im Backofen ist, möchte ich nochmal kurz was dazu sagen, was ich häufig in unseren Streams gehört habe. Und zwar, dass Kochen nicht cool ist. Für uns ist es wichtig, dass Kochen auf jeden Fall Spaß macht, weswegen wir auch sowas machen, wie ihr vorhin gesehen habt, mit dem Rum und andere Sachen. Also genießt das Kochen auf jeden Fall. Es soll in erster Linie Spaß machen und gut schmecken. Also lasst euch auf jeden Fall nicht irgendwie von Leuten erzählen, dass Kochen nicht nice ist. Ja, das ist das Schlimmste am Kochvideos drehen. 10 Minuten noch auf die Lasagne warten. Es ist, wie spät ist es? Es ist gute Frage. 23.20 Uhr oder so. Wir haben noch nicht zu Abendbrot gegessen, das letzte Mal heute Mittag irgendwie um 12 ein Brötchen. Also ich zumindest. Wir sitzen jetzt hier und warten. Aber solange euch das Video soweit gefällt, lasst schon mal einen Daumen da. Abonniert und schreibt einen Kommentar unten rein, was wir noch so machen sollen. Glocke und sowas, auf der Webseite vorbeischauen für die Rezepte. Und wenn ihr Bock habt, mal was hier zu sehen, dann machen wir das auch mal. Das sind frische, rohe Kaffeebohnen, ungeröstet. Wenn ihr das mal sehen wollt, machen wir. Und jetzt viel Spaß beim Rest des Videos. Was kommt denn jetzt? Kommt noch ein B-Roll? Gönnt euch mal die B-Rolls von dieser fertigen Lasagne jetzt. Sehr geil. Ich will mich nicht verbrennen, aber... Boah.
Mhm. Habanero. Kommt gut. Mega geil. Was sagt die Lasagne?